Die Pokémon Presents kam mit vielen Neuigkeiten und mit einer riesigen Überraschung. Was ich so bis jetzt über die Überraschung herausfinden konnte, das verrate ich euch jetzt. Lange Zeit war es in der Diskussion, dass wir ein Schwarz und Weiß Remake bekommen oder ein Pokémon Gold und Silber Remake im Legendenstil. Seit der Pokémon Presents steht es fest, wir werden ein neues Pokémon-Spiel bekommen. Es ist aber kein Remake von Schwarz und Weiß und es ist auch kein Remake von Pokémon Gold und Silber. Es ist aber sehr wohl ein Legendenspiel und dieses wird in der Kalos-Region spielen. Nintendo of America hat sogar getweetet, dass es nur in der Stadt Illumina City spielen wird. Im Clip hat man gesehen, dort läuft ein Städteumbauprojekt, was es aber damit auf sich hat, wurde nicht näher beleuchtet. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an das Gerücht, dass es zu Zeiten von X und Y ein Pokémon-Z-Spiel geben sollte und jetzt ist es tatsächlich soweit. Der Titel des Spiels lautet Pokémon Legenden ZA. Das A sieht so ein bisschen ähnlich aus wie der griechische Buchstabe Lambda. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, schließlich gab es auch die Remakes von Rubin und Saphir, die Omega Rubin und Alpha Saphir hießen. Und diese beiden Spiele haben auch logischerweise einen griechischen Buchstaben. Am Ende des Clips wurde übrigens auch das Mega-Symbol gezeigt, das heißt, es werden die Mega-Entwicklungen zurückkehren. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass wir wahrscheinlich neue Mega-Entwicklungen bekommen werden, einfach damit das Spiel auch einen, sage ich mal, Kaufgrund für neue Spieler hat. Mir fällt sofort ein Pokémon ein, welches eine neue Mega-Entwicklung bekommen wird. Ich meine, Glurak hat so wenig Aufmerksamkeit gehabt. Der Release dieses Spiels, und ich glaube, das wird sehr viele freuen, ist nicht für dieses Jahr geplant, sondern erst für das nächste Jahr. Mir fällt hier wirklich ein Stein vom Herzen, weil das Ganze halt einfach endlich mal ein bisschen mehr Zeit bekommt. Ich meine, die anderen Pokémon-Spiele auf der Nintendo Switch haben eher mit Glitches geglänzt als mit Features. Und ich bin echt froh, dass sie sich hier wirklich die Zeit nehmen, um ein wirklich gutes Kalos-Spiel zu machen und nicht wieder so weit was wie zum Beispiel Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Das Spiel wird von Game Freak entwickelt, müssen wir ja in Zeiten von Ilka mittlerweile sagen. Und das Ganze soll auch für die Nintendo Switch erscheinen. Also kein Erscheinungsdatum für die Nintendo Switch 2, über die ja mehrmals spekuliert wurde. Das heißt, es wird für die alte Konsole erscheinen. Vielleicht hat hier auch Nintendos interne Verschiebung irgendwie drauf Auswirkungen gehabt, was wir heute tatsächlich zu sehen bekommen haben. Falls ihr euch vielleicht wundert, warum ich bis jetzt über das Spiel nur geredet habe, aber nichts wirklich gezeigt habe, das liegt einfach daran, dass es dazu noch kein Ingame-Material gibt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das Ganze Auswirkungen auf meinen Kanal haben wird. Ich habe da so einige Ideen, was ich entsprechend für 2024 geplant habe deswegen und werde euch da entsprechend auf dem Laufenden halten, auch was natürlich Pokémon Legenden ZA angeht, aber auch was meinen Kanal angeht und da werde ich, was meinen Kanal angeht, die nächsten Tage ein Video veröffentlichen. Like nicht vergessen für das Update-Video hier und falls ihr anderen Content sehen wollt, vielleicht Retro-Content, habe ich was zu Missing No gemacht, einem legendären Glitch, den ihr unbedingt sehen solltet.